So, weiter geht's. Für John von seinem Freund Noel Rages. Der Zottlige soll Rages sein? Wir haben also das Foto und die Unterschrift von Rages. Woher kenne ich diese Handschrift? Die Buchstaben E, S und N sind in beiden Unterschriften sehr ähnlich. Das ist sehr beunruhigend. Der Chief hat mich suspendiert. Mach dir nichts draus. Du kommst schon darüber hinweg. Ich habe viel Schlimmeres gesehen. Er sagt, dass ich am Tod Alvarados schuldig bin. In letzter Zeit ist er zu allen unfreundlich. Er war einige Tage weg. Und als er zurückkam, hat er mich belehrt, als ob ich ein Grünschnabel aus Quantico wäre. Wie ich. Nicht mehr, glaube ich. Aber weißt du was? Auf einmal kam heraus, dass ich angeblich mit meiner Arbeit im Rückstand wäre und alles nachholen muss. Ich muss ihm noch heute Abend meinen Bericht auf den Schreibtisch liefern. Ich weiß. Er hat mir befohlen, bei dir zu bleiben, aber das kommt nicht in Frage. Ich werde hier nicht übernachten. Ich gehe jetzt. Warte, er wird richtig sauer sein. Wenn du einen Bericht schreibst, heißt das, dass du noch immer eine Agentin bist. Schließ alle Türen, bevor du gehst. Der Schlüssel ist in der Schublade. Also gut, obwohl ich sicher gleich fertig bin. Mach bloß keinen Unsinn, weil mich dann der Chief, wie die Jungs sagen, an den Eiern aufhängen wird. Und ich bin ganz sicher, dass er eine Möglichkeit dazu finden wird. So. Niki, nur keine Skrupel. Hier geht es um Menschenleben. FBI-Agentin beginnt ihre Karriere mit der Durchsuchung des Büros ihres Chiefs. Oh, was kann man denn da alles Schönes machen? Wie lautet das Passwort? Tja, das Passwort lautet Rages. So, jetzt müssen wir hier gucken. 6. Letzte. Alles klar. Hier sind Zahlen drauf. Jetzt klicke ich hier einmal auf die 5. Dann kann ich hier den 5. ändern. Der stimmt aber schon. Also klicke ich auf den 4. Da muss ein H hin. Also klicke ich hier hin. Da muss ein C hin. Auf die 2, da muss ein A hin. Also, dass einen der Chief hier überrascht, braucht man keine Angst haben. Es geht also nicht auf Zeit. So, und die 1. Da muss ein R hin. Was jetzt günstiger wäre. Ich arbeite für höhere Ziele. Das ist wahrscheinlich Alice Dickinson, die Tochter des Professors. Ist er auch dieser magere Mann auf dem vorherigen Foto? Flugticket nach Cusco in Peru. Jetzt ist alles klar. Ich habe ihn zu Alvarado geführt. Ich muss Nick benachrichtigen und zu Warren fahren, um ihn zu retten. Los, Nicky, du hast keine Zeit zu verlieren. Er muss diese Seite aus dem Jahrgangsbuch in der Bibliothek herausgerissen haben. Polizeifoto von einem Autounfall. Flugticket nach Cusco in Peru. Das ist eine Sammlung von 20 Jahre alten Zeitungen.
an. Nick, bitte melde dich. Ich habe eine schreckliche Nachricht. Unser Chief, Leon Chaser, ist Noel Rachis, der Serienkiller. Ich fahre zu der U-Bahn-Station 118, um Warren zu retten. Chaser versucht nämlich, Warren zu erwischen. Also fahren wir da auch mal hin. Schaden kann es nicht, sagen Schemon, ey. So, wollen wir da hinwurken. Wir sind jetzt auch schon fast durch. Wir wissen jetzt, wer der Mörder ist. Mal kurz zur U-Bahn-Station, bevor wir jetzt ins Mietshaus gehen. Wir müssen uns die Zange holen. Unersetzbares Ausstattungselement. Und wieder zurück. So, dann wollen wir mal hochgehen. Ist es nicht das Gebäude von Warrens Großeltern? Kann solch ein altmodischer Aufzug noch funktionieren? Sehr nützliches Ding. Ich bin zwar kein Superman, aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Aus diesen Notizen geht hervor, dass man den Schaltkasten 2007WB umgehen muss. Also dieses Blatt sich immer angucken, sonst funktioniert das gleich folgende nämlich nicht. Es ist der Maschinenraum des Aufzugs. Hier befindet sich das Herz dieses Mechanismus. Das ist dieser hier unten. Ich bin zwar kein Superman, aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Unangenehm hier. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Sehr nützliches Ding. Ich bin also auf der anderen Seite der Mauer. So, und wie es jetzt weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Part. Bis dann.